So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile The Awakening. Wir haben das letzte Mal angefangen mit diesem Ninja, haben ihm zwei Waffen jetzt gegeben und ich möchte euch jetzt zeigen, hier sieht man, wie stark die Gebiete von Warbands bevölkert werden. Und wir könnten jetzt mal hier hingehen. Da hat es nämlich 4 Punkte. Eigentlich hat es hier auch 4 Punkte, aber das ist... Ich glaube, die drei sind die gleichen. Und hier unten auch. Also gibt es die großen wahrscheinlich auch noch nicht. 2 ist Maximum so früh. Und da kann da auch ein Unique Boss dann dabei sein bei den Warbands und so weiter. Wir gehen jetzt mal kurz hier bei Titel Island rein und schauen, wie viel wir hier haben und ob es sich lohnt, die Quest dort noch zu machen. Ist ein bisschen lecky. Ach, ein bisschen geleckt. Das sah aber ein bisschen schlecht, oder was? Überlastet. So. Na, wo seid ihr, Warbands? Ah, schön, dass ich genug Mana habe. Schon angenehmer mit dem Passiven. So. Wir müssen auch ein bisschen zu Items finden, dann später. Auf jeden Fall. Und da können wir immer diese Warbands angreifen. Hier ist der Heilrake, aber das ist nicht der Warband. Oder die Warbands. So. Und die müssten jetzt einige... ja. Jetzt sollten sie da langsam kommen. Weil die Insel ist ja nicht so groß. Hallo, ich brauche Herausforderungen. Wahrscheinlich den falschen Weg gegangen. Also. Jetzt sind wir dann bald oben und die sind noch nicht aufgekreuzt. Weiß nicht wo. Aber sollten ja da sein, wenn es zwei sind. Sind es wahrscheinlich immer Vierergruppe, also müssten 4 jetzt hier sein. Also, naja, ein Punkt ist, sind wahrscheinlich 2 so herum. Aber ich bin jetzt schon wieder oben und hier ist keiner. Hallo. Unten hat es noch einen kleinen Abschnitt, aber ich glaube nicht. Oh, das ist nur Zufall, ich weiß es jetzt nicht, also. Da ist die wieder gewesen. Hier ist doch irgendwo ein schmal... Ah, haben wir gar keinen. Nö. Seltsam. Schade, dass wir jetzt gerade hier keine haben. Oh, das sind die hier links vom Schiff irgendwo. Also gehen wir ins nächste, also in die Nebenquest. Die gibt nur passive Refund Points. Das mache ich nicht so gern, weil ich es eigentlich nicht brauche. Aber jetzt in diesem Bild könnte ich es doch besser gebrauchen, weil man halt auch verskillt, wenn man es blind ein Bild macht, ohne Guides. Ja, also dann ist hier nichts. Dann gehen wir weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das nur eine Chance bietet oder ob nur das Land so ein bisschen also von Warbands eingenommen wurde, aber die Warbands nicht unbedingt da sein müssen. Genau weiß ich es nicht, also ich möchte ja auch ein bisschen blind spielen mit den Neuerungen. Also Akt 4 wird total blind sein. Und ja, darauf freue ich mich ja riesig.
Und wenn ihr mit dabei sein wollt, dürft ihr mir jederzeit hier eine Freundschaftsanfrage schicken an diesen Namen Drago Basler zusammen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr dann mitlaufen oder so. Ihr müsst einfach einen Charakter haben, der ja, der ungefähr im gleichen Level ist oder so. Und nicht zu OP Sachen bitte, dass ich auch noch Monster killen kann. So. Da sind sie. In diesem Gebiet gibt es also zwei. Das sieht so komisch aus, wenn man so sticht. Und dann plötzlich Eisschüsse rauskommen. So. Na, na. Ist jetzt hier irgendwas? Es ist eben noch drauf, okay. Ich dachte, weißt du, wenn man die Wobens tötet, dass dann nichts mehr drauf ist, dass man sieht, ob das Gebiet schon bereinigt wurde, aber scheinbar nicht. Es bleibt also. So, hier haben wir das. Und wo haben wir denn die? Da unten. Den anderen Eingang brauche ich noch. Bei uns ist es 35 Grad jetzt heiß. Und ich habe ein Zimmer nicht weniger. Es ist extremst. So. Dann schauen wir mal, wo hier die Warbands sind. Ah, da hast du schon einen. Schön. Gleich am Anfang die Warbands. Ja, wären wir doch direkt hier drin reingegangen. Ah, komm schon. Nicht einfrieren. Die haben so viel Leben. Ich muss ein bisschen stärker werden. Bisschen Crit holen noch. Also anfangs werde ich sicher auf Crit gehen, später vielleicht, wenn es sich lohnt, mit Zweihandschwertern. Weil ich habe so viele Zweihandschwerter in Standard gefunden. Ich finde hier wahrscheinlich auch so viele Zweihandschwerter. Und ein Ninja, also ein Shadow mit Zweihand-Äxten oder so, sieht scheiße aus. Auch Keulen natürlich. Das ist ja keine Assassine, dann ist er eher ein Totschläger oder so. Ein Sneaky-Sneaky-Schläger. So. Ja, ja. Belebt du ein bisschen wieder. Ich mach sie sowieso direkt wieder kaputt. Oh, jetzt brennt er. Der Arme. Zu viel Chili gegessen. So. Ja, nach diesem Part nehme ich wieder ein bisschen Regnum auf. Level ein bisschen. Ich habe allerhand zu tun heute. Kein Sport mache ich heute. Mir ist es einfach zu heiß gerade. So, jetzt machen wir Projektil Damage. Es ist ja ein Projektil. Ich muss kurz schauen. Ja. Projektile. Also hier müssen wir alle Gegner töten. Was ist das für einer? Otto alias Kenneth D. Ah, das ist einer, der die anderen Minions um ihn herum nicht, also ja, so einen Schutzengel geben, dass sie nur nicht sterben können, nur ein HP im haben, dass sie eben nicht sterben, bis der Boss besiegt ist. Ist ein bisschen frech, kann ich verstehen. Aber das ist auch die Herausforderung. Oh, ich habe die Frau getötet. Falscher Club, sage ich dazu nur. Ja, ja. Falscher Club. So.
Also, dann gehen wir zurück. Und geben hier die Quest ab. So. Gut. Sei vorsichtig, sonst knallt es. Ja, bräuchten wir eigentlich beide nicht. So. Handschuhe hier, Rohstoffe hier. So. Also, dann gehen wir weiter. Hier waren wir ja schon. Dann können wir einfach rausgehen. Das letzte Mal haben wir ja nicht den Ausgang so richtig gefunden, also war ganz weit weg. Und heute hoffentlich nicht mehr so weit weg. Aber es ist nicht so gut. Ich fand ein anderes Gebiet noch dazu viel besser. Hast beide zusammen jetzt gemacht. Ja, was die hier hinten? Es könnte eines dieser Herausforderungen von den Wahl sein. Wahlareas. Nein, es geht einfach weiter. Kurios. Habt ihr gesehen, wie die eingefroren waren? Statuen würden zu Statuen. Die sehen ja fast aus wie Statuen. So Frost, Elementare oder so. So. Okay, hier hinten geht's weiter. Nicht viel los hier. Wo sind die Warbands, wenn man sie braucht? Scheinbar haben sie sich vermurmelt, weil ich gerade ihr Gebiet kaputt schlage. Die Gegner kaputt schlage in diesem Gebiet. Es einnehmen will. Aber richtig toll, dass es solche Warbands gibt. Eigentlich einer der besten Ligas. So. Ja, hier hinten ist nichts. Bisschen laggy, habe ich das Gefühl. Was? Nur so viel, wenig Frames? Ah, FPS ist das dort hinten. 111 FPS. Latency ist bei 50, 40. Ja. Könnte auch besser sein natürlich. Okay, dann machen wir wieder aus. Aber trotzdem irgendwie ein bisschen laggy, als würde der Server nicht genug. Ich will das ausmachen. Nicht auf 1 reduzieren. Boah, ich schwitze. Es ist extrem. Wie ein Wasserfall. Ich bin einer, der sehr spät schwitzt. Also erst bei hohen Temperaturen. Aber jetzt sind hohe Temperaturen. Und ich bin es so nicht gewöhnt, weil ich sonst nie schwitze fast. Es ist einfach... Momentan auch wegen dem Zimmer, dass ich schwitze. Draußen schwitze nicht unter freiem Himmel und mit Sonnenschein und alles. Es ist einfach so ungewohnt jetzt, wenn man drin ist und dann plötzlich schwitzt. Und draußen schwitzt man unter praller Sonne nicht. Vielleicht wegen der Luftfeuchtigkeit, vielleicht ist es gar kein Schweiß. Aber es ist einfach nur nass. Also man fühlt sich durchnässt. So ein kleiner, filmvoller Wasser oder so auf der Haut. Sehr unangenehm. Oh, schön. Die Sonne unten links.
Das ist die Reflexion der Sonne im Wasser. Oh toll. So. Weiter geht's. Jetzt will ich aber wieder etwas Geiles finden. Ich glaube, hier haben wir noch keine Legendaries gefunden. Sonst habe ich manchmal am Anfang zwei oder drei gefunden. Aber es ist natürlich ein Spiel, wo recht wenig Legendaries droppen oder Uniques hier. Beziehungsweise heißt es ja erst seit Diablo 3 Legendaries. Oder seit World of Warcraft. Und in den anderen Spielen heißt es immer noch Unix. Finde ich ein bisschen besser. Unix tönt ein bisschen edler. Und Legendaries tönt so irgendwie wie... Oh, Protz! Also nicht so... getroffen, der Name. Zu den Items, die halt einzigartig sind. Weil Unix heißt ja einzigartig und Legendary heißt einfach legendär. Also sind sie nicht mehr einzigartig oder was? Ich verstehe das nicht. So, ich habe mir noch Gedanken gemacht zum Zweitskill, der Damage dann kloppt. Für solche Gegner, die mit viel Leben aufkommen. Und ich denke, ich werde Dual Hit machen. Nehmen. Dual Slash, oder wie es heißt. Und werde das einfach auf ganz viel Damage. Also die passiven Skill Games dann reinmachen, wo Damage bringen. Und hier eher auf Splitter, auf Streuung. Wahrscheinlich Chain oder Split Shot. So. Gut. Machen wir das noch. Ah, die Musik. Ich liebe die Musik. Hat er das von Metin 2 oder so? Ja, kommt doch mal. Wow, die Reichweite ist nicht schlecht. Nicht Käfer, bitte. Ich mag keine Käfer, die sind so schrecklich. Also die sind nicht schön designt, oder? Sieht eher aus wie Scheiße mit Flügel. Mag ich nicht. Also Puff of Exile mag ich Käfer nicht. Weil sie eben so ein bisschen protzig sind. Nicht so passend. Und nicht so schön designt. So. Vorher habe ich PTR gespielt von Diablo 3. Habe ich den Barbaren weitergemacht. Der von der Europa vom Europa-Server rüber getauscht. Habe ihn dann weitergemacht und recht schnell eigentlich das komplette IK-Set bekommen wegen dem 2000% Magic Fan Bonus. Und jetzt bin ich eigentlich die ganze Zeit am Wirbeln. Hab keine Mana-Probleme mehr. Hab immer drei Uran mit dabei, die mit mir kämpfen. Und ist richtig nett. Aber Motivation ist momentan bei null, weil man findet eigentlich nichts mehr Besseres. Als irgendwie fünfmal das gleiche Set. Handschuhe habe ich jetzt oft gefunden. Die Keule, der Zweihandhammer, habe ich auch schon gefunden. Zweimal. Was mir noch fehlt, sind ein paar Items vom Ödland-Set. Aber das ist das seltenste Set im Spiel. Da geht noch ein paar Runs, bis ich die habe. Und wahrscheinlich werde ich die Liga jetzt, die Season nicht machen.
Die neue Season 4 ist, glaube ich, jetzt. Und weil ich einfach keinen Bock habe, die Items immer wieder neu zu finden. Es muss bei Diablo 3 wieder mal ein Add-on oder so rankommen, dass ich wieder Motivation habe, oder? Weil jetzt schon die ganze Zeit immer die gleichen Items zu finden, ist so langweilig. Und dann sind sie so noch so unausgeglichen. Manchmal sehr gut, manchmal kompletten Müll. Ja, und für Kaneis Würfel oder sowas kommt, brauche ich einfach viel mehr Zeit und das habe ich ja nicht. Darum spiele ich Diablo 3 eigentlich nur zwischendurch und wenn gerade keine Wartezeit beim Einloggen ist, weil ja die Server immer überlastet sind, weil so viele Spiele das PTR spielen wollen anstelle von den normalen Game. Kann ich verstehen. Aber viele Leute machen einfach nichts. Sie suchen nicht nach Bugs, schreiben nie in den Foren etwas oder so. Also sollten wirklich nur die Zugriff haben, die wirklich auch irgendwas machen. Oder wie ich Videos mache, aber das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Und würde ich auch sehr viele Bugs finden, würde ich sie natürlich immer posten. Im Forum oder weiß nicht wo man sind, per Support. Aber ja, eben die Zeit. Die Zeit ist mein größter Feind. So, auch wieder verteidigen. Später sind diese Quests schon leichter, weil man mehr Gegner trifft mit dem Frost Blade. So. Aber die Gegner haben natürlich auch mehr Leben dann. Aber wahrscheinlich machen wir dann so viel Damage auch durch Crits und so. Frieren wir ein. Ja, wie lange muss ich das machen? Muss die Zeit? Ist hier keine Zeit, sonst gibt es manchmal Zeit. Aha, einfach eine gewisse Anzahl Gegner. Oh, fast Level 3 und dann heißt es, einer dieser, wie soll man sagen, Hideouts zu bekommen. Frostwall. Ich glaube, der wurde verbessert, aber hat jetzt einen Cooldown von 3 Sekunden. Ein bisschen länger, ein bisschen, glaube ich, mehr Rückstoß und so. Aber da muss man den Frostball eigentlich auf den Gegner Spellen einsetzen, dass man eigentlich Rückstoß hat. Aber Frostball ist ein Skill, den ich nie einsetze. Nie brauche ungefähr. So, es ist halt ein Skill, der eher für enge Gassen und so zuständig ist, damit man ein bisschen blockieren kann, aber da kann man auch nicht angreifen als Nahkämpfer, deshalb benutzen wir den nicht. Und es ist Magie, ein Intelligenz-Spell, der wird wahrscheinlich nicht so hoch ausbaufähig sein. Wir wollen ein Ninja bleiben, ein Shadow, der auf Nahkampf ist mit Frostblades. Auch ein bisschen Fernkampf. Und da benutzen wir dann lieber die Auren und sonst eigentlich nicht viel. Spark. Nö. Ist auch wieder ein Zauberspruch für Intelligenz. So. Noch weiter. Ah, hier sind zwei Necromancer. Oh. Das Game kommt nicht nach. So. Haben wir das?
Hör jetzt auf, wieder zu beleben. Was sind denn das für nervige Gegner? Ganze Zeit nur wieder beleben. Also das ist wirklich alleiniger Nahkämpfer, der nur einen Gegner pro Schlag angreift. Ist es wahrscheinlich extremst nervig, wenn er gleich viele wieder aufweckt, als ich töten kann. Ja, darum spiele ich eigentlich auch nicht so gerne Single-Schaden-Charaktere, sondern eher Multischaden. Also ich liebe solche Dinge wie jetzt hier den Frostblade, wo einfach mehrere Gegner angreift. So. Oh, ein Portal Scroll. Endlich mal wieder. Und hier ist auch der Boss von diesem Gebiet. Der Chatters. Chatters, Chatters. Leben sie noch? Scheinbar nicht. Gut, dann geht's weiter. In die Upper Prison. Der Upper Prison. Genau. Sawbones? Nein. Ob den hier? Nein, auch nicht. Okay. Schon wieder alle wiederbelebt. Das ist nicht normal. Nerf, please, these necromancers. Ah, kommt. Was ist jetzt? Wieso triffst du die nicht? Greif doch die da vorne an, Frostblade. Ah. Ich denke, es sind einfach Schüsse, die dann rauskommen aus dem ersten Gegner. Und dadurch können die nicht nur links und rechts. Ah, der erste Sawbones. Sawbones. Die Engländer sagen immer, Deutsch sei ein bisschen schwer oder so. Und das ist sehr schwer. Aber das stimmt nicht, Englisch ist schwer. Was ist das? Das ist irgendwie eine Aura, Flash of Offering oder so. So. Ein bisschen den Sound noch runterstellen. Ja toll, es ist so extrem. So jetzt. Ja, man kann nicht gut schieben, weil sie so extrem dünn, also ja. Nur ein bisschen schieben, dann wird es schon ganz leise. Ah, unten geht's weiter wahrscheinlich. Okay. Ist ein gelber. Ein rarer Gegner. Ah, oh, mit Verlangsamkeitsaura. Oh, Cast Enfeeble. Ich wollte die eigentlich einfriesen, damit man sie nicht mehr wiederbeleben kann. Aber ging nicht so gut. Noch ein normaler Schlag. So, hier haben wir den Armor Master wieder. Der Haku. Haku gab es, glaube ich, bei Dungeon Siege 2 als Gegner, als Rasse. Und sonst eigentlich kommt es mir nicht bekannt vor.
Müssen diese Frostnowas immer sein? Das ist jetzt eher ein schlechter Typ von Fallen. Dafür macht es keinen Schaden, dafür nur verlangsamt. Also ja, ein bisschen Schaden macht schon. Ja. Aber so wenig, dass das Energy Shield sogar ausreicht. So. Ah, hier rüber müssen wir. Nein, müssen wir nicht. Da ist Sackgasse. Ja. Dann runter. So. Hopp. Sterbt. So, nochmals ein Level. Quickness. Sehr gut. So, den schön ein bisschen anlocken. Oh. Der ist nicht so gut. Raging Spirit castet er. Lasst mich in Ruhe. Boka. Boka der Haku. Okay, den haben wir auch geschafft. So. Zurück. In späteren Levels kann der Geist dann irgendwas spawnen. Noch eine Falle oder so. Oder Gegner wiederbeleben. Hier aber in niedrigem Level geht es noch nicht. Zum guten Glück. So. Gut. Geschafft. Jetzt muss aber noch der Kerkermeister haben. Der Boss vom ersten halben... Also vom halben ersten Akt. Also im ersten Akt gibt es nur zwei Bosse und im vierten Akt gibt es eben 10 Bosse. Das ist ein großer Unterschied. Mal schauen, was dann in Akt 4 los ist. Ich hoffe, es gibt auch ein bisschen noch Zwischenlevels und die kommen nicht alle auf einmal. Aber scheinbar ist es der größte Akt, der gemacht wurde. Ja, unten rechts oder so. Hier geht's nicht weiter. Unten links. Ah, da geht's entlang. So. Gut, aber hier ist auch nichts. Aber es ist schön, dass man suchen muss. Also seit Diablo 2 bin ich eigentlich süchtig nach irgendwas suchen. Auch die Levelstrukturen, also eben wie zum Beispiel der Weg nach unten oder so zu suchen. Auch Items zu suchen, alles mögliche. Bin richtig süchtig nach dem. Das Materialien macht natürlich sehr viel Spaß. Da oben wäre es noch ein bisschen. Ach, Headset. Nicht im Weg sein. Ich muss den Kopf kratzen. Hm. Wie kommt man da drüber? War das hier unten? Ah, da ist er. Das sieht man auf der Map so schlecht. Hier geht's lang. So, was haben wir hier? Noch ein bisschen Trash-Mob.
Down. Oh je, oh je. So viele Totenbeschwörer. So, und hier war noch einer, ja. Sehr schön. Also manchmal ist es richtig schnell hier. Effizient, wenn man so Schüsse hat. Aber es ist halt kein Multischuss, es ist kein Spell. Und es wird wahrscheinlich, ja, halt eher Waffenschaden abhängig sein und nicht irgendwie Frostschaden abhängig. Muss ich gucken, dass ich rechts kille. So. Oh je, yeah, sind das viele Magier hier. Pierce sollte man vielleicht noch nehmen. Wäre nett. Und halt einfach Elementar-Damage. Ja. Und natürlich Defensive. Vor allem eben diese Akrobatics, Fasakrobatics und viel Leben holen. Life Leech, also vor allem Life After Kill. Oh nein, Life nach jedem Schlag, ja, wurde genervt. War wahrscheinlich viel zu stark. Jo, ich habe schon gerne einen gesetzt, aber nicht so oft eingesetzt. Ah, hier oben. Schön, also machen wir den Boss noch in diesem Part. Und im nächsten Part geht es dann eben mit dem zweiten Teil des ersten Aktes weiter. Und ich werde relativ schnell dann ein bisschen von Akt zu Akt gehen, also dass ich so schnell wie möglich bei Creel bin, weil... Ja, von Creel habe ich ja nicht so viel zeigen können. Das wird auch besser gehen, weil man die Games dann immer schon hat, weil man sie kaufen kann. Und durch die Hero Links bekommt man auch noch gut andere Bonis, wenn man sie hochlevelt. Ja, die Scroll möchte ich mitnehmen. Ja, mal schauen. Also, ich freue mich riesig. Und... Oh, ein Quicksilver Flask. So. Aber leider ist sie leer. Natürlich. Die muss man immer bei Gegnern aufladen. Wenn man bedenkt, das sind Seelen, die reinwandern. Hammerhart. Oh, schaut mal her. Eine Strongbox gibt es sie auch noch. Oh, schlimm. Wie soll ich jetzt an den Beschwörer kommen? So, noch ein paar, komm. Ja. Nur Schrott. Ich weiß nicht, wieso sind rare Strongbox schlechter als die blauen manchmal, blauen geben manchmal Games und so. Aber die geben eigentlich immer nur Schrott. Muss man mehr Magic Find haben. Ja, hier ist das Problem, wir machen recht wenig Singleplayer. Ja. Wie viel Damage macht der mit diesem? Wir brauchen einen zweiten Game. Das ist wichtig. Weil wir auf einen Gegner recht wenig Damage machen, dafür auf mehrere. Auf bis zu 4 Gegner. Das bringt natürlich noch weniger hier. Aber das benutze ich mal. Ah ja, kaufen wollte ich. So, schauen wir mal. Punkture.
Punktur oder Dual Hit oder Fiber Strike. Ja, Fiber Strike. 102%. Ah. Wenn sie laufen, und sie laufen ja nicht. Dann Fiber Strike. Fiber Strike. Hallo, nicht laggen. Ich habe geklickt. Das Spiel hat das irgendwie nicht erfahren. Nein, den werde ich noch auf. Also identifizieren. Ja, Game nicht. So. Die Games hier rein. Und den auch identifizieren. Macht 22 Stärke. Aber dafür ist er gut. Nehme ich mit. Jetzt müssen wir schauen. Nicht den einsetzen. Nein, nicht den einsetzen. Das Problem ist, wir haben auch schlechte Gems, Pots. Oh je. Das wird ein harter Kampf. Oh, schön. Schaut, letzte Multiple-Projektil ist richtig effizient. Yay! Plot Twist. Boah, sieht die geil aus. Nett, nett. Also hat sich doch gelohnt, um mal kurz zu sterben. Boah. Mit einem Hit hat er mir ungefähr 30% meines Lebens abgezogen. Aha. Was ist das? Minus 2 Physical Damage taken from attacks. Also die bekommen wir. Wir bekommen minus 2 Physical Damage von Attacken vom Gegner. 40% of melee Physical Damage taken reflected to attackers. Okay, cool. Also eigentlich so eine Dornenweste. Nett, nett. Und hier? Spell Damage. So. Und die Claws können wir auch benutzen. 7 bis 18. Mana of the Kill. Ja. So. Sehr schön. Sieht es cool aus mit deinem Dolch und mit deinem, mit deiner Klaue. Schön, schön. Also. Das nächste Mal geht es eben weiter mit dem zweiten Teil von Akt 1. Und wir schauen noch kurz, hier sind zwei, hier sind zwei. Noch drei hat es noch nicht, okay. Hm. Also, was haben wir für Game? Clarity, Freezeman, Willing Blades oder Smokeware. Wir nehmen Clarity, damit wir mehr Mana haben. So, und hier können wir eigentlich die anderen Games noch kaufen. Ranged Attack Toten, cool. Und das Flame Dash. Naja, ist nicht so stark. Blink Arrow. Jo, toll. Also. Bis zum nächsten Part, euer Drago Basler. Tschüss.